Zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau sehen Sie eine Ansprache von Florian Streibel, Vorsitzender der Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute vor genau 75 Jahren wurde das Konzentrationslager Dachau von amerikanischen Soldaten befreit. Dachau ein Monument politischen Terrors. Den alliierten Truppen bot sich beim Betreten des Areals, wie in so vielen Arbeits- und Vernichtungslager des NS-Regimes, ein grausames Bild. Vollkommen ausgemergelte, erschöpfte Menschen, KZ-Insassen dem Tode näher als dem Leben. Eingesperrt, weil sie mit Hitlers Größenwahn und Gewaltregime nicht einverstanden waren, weil sie als politisch Andersdenkende denunziert wurden, weil sie Juden waren, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Homosexuelle, sogenannte Asoziale und Kriegsgefangene. Auch die Geistlichen und Priester, die hier interniert waren, dürfen wir nicht vergessen. Viele aus Frankreich und aus Polen. Und leider fielen in Dachau auch viele behinderte Menschen der Euthanasie zum Opfer. Ihrer aller gedenken wir heute. Dachau hat eine lange und deshalb für uns Deutsche besonders beschämende Geschichte. Bereits wenige Wochen nach Hitlers Machtergreifung errichteten die Nazis hier ihr erstes Konzentrationslager in Deutschland. Es diente als Modell für alle späteren KZ, als Schule der Gewalt für Angehörige der SS, unter deren brutaler Herrschaft es stand. Das KZ Dachau war 12 Jahre lang durchgehend in Betrieb. Das heißt, mehr als doppelt so lang wie die meisten späteren Konzentrationslager. Die Befreiung gelang erst wenige Tage vor Kriegsende und von den mindestens 200.000 Insassen wurden in Dachau etwa 41.500 ermordet. Für das Unrechtsregime der Nationalsozialisten waren Konzentrationslager die wichtigsten Einrichtungen, um zu drohen, auszusondern, Menschen zu quälen, sie auszubeuten und schließlich der Vernichtung auszuliefern. Auch dafür steht der Name Dachau symbolisch. Doch der Nazi-Barbarei zum Trotz erlebe ich im Gespräch mit Überlebenden des Holocaust immer wieder Erstaunliches. Viele Menschen, denen im deutschen Namen Entsetzliches angetan wurde oder die in der NS-Zeit ihre Angehörigen verloren haben, gingen dennoch mit unerschütterlichem Optimismus durch ihr weiteres Leben. Sie alle haben nie Rache oder Vergeltung geschworen, sondern die Kraft der Erinnerung und der Versöhnung in den Mittelpunkt gestellt. Dafür bin ich Ihnen undenklich dankbar. Das aber bedeutet eine besondere Verantwortung für uns, die wir die Gnade der späten Geburt hatten und den Nationalsozialismus nicht selbst miterleben mussten. Erst vergangene Woche veröffentlichte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus neue, erschütternde Zahlen. So wurden vergangenen Jahres in Bayern 178 antisemitische Vorfälle erfasst. Damit kam es nahezu jeden zweiten Tag zu einem dokumentierten judenfeindlichen Vorfall. Das darf uns Demokraten nicht egal sein. Im Gegenteil, wir brauchen einen neuen Aufstand der Anständigen und ein klares Signal an die Täter. Wir werden euer Handeln nicht tolerieren. Den Überlebenden von Dachau haben uns ein großes Geschenk gemacht, das Geschenk der Versöhnung. Lasst uns dieses Geschenk annehmen. Lasst uns gemeinsam jeden noch so kleinen Anzeichen von Rassismus, von Antisemitismus und Hass auf andere Menschen entschieden entgegentreten. Lasst uns das nie wieder jeden Tag erneuern. Gerne hätte ich den 75. Jahrestag der Befreiung gemeinsam mit den nur noch etwa 90 Überlebenden des KZ Dachau und ihren Befreiern begangen. Leider lässt die Corona-Pandemie dieses so wichtige gemeinsame Innehalten vor Ort in diesem Jahr nicht zu. Doch am 3. Mai wird es wenigstens ein virtuelles Gedenken im Internet geben. Den Link dazu findet ihr im Begleittext zu diesem Video. Dachau und die vielen anderen Orte nationalsozialistischer Verbrechen mahnen uns zu ständiger Wachsamkeit. Und ich verspreche,
Wir werden die Erinnerung und das Gedenken an die Opfer wachhalten. Heute, morgen, immer.